Wir fahren heute nach Berlin. Ich stehe gerade an der Haltestelle. Ich fahre jetzt zum Bahnhof in Braunschweig. Hotel, Feedback, Fazit. Hotelzimmer habt ihr gesehen, ich war schockiert. Aber weil ich eh den ganzen Tag unterwegs war, war es jetzt nicht so schlimm. Es war schon schlimm, aber jetzt nicht so schlimm. Genau, was mache ich jetzt? Ich fahre jetzt nach Braunschweig an den Hauptbahnhof. Fahre dann von dort aus nach Berlin. In Berlin treffe ich die Jungs. Und dann heißt es, The Wave is on Tour. Wenn du neu bist, lass ein Abo da, lass ein Like da. Und dann sehen wir uns gleich. So, ich bin jetzt im Flixbus. Flixbus, Flix zu. Hier ist eine Stimmung. Bonus. Ich fühle mich wie bei One Piece auf dem Weg nach Enes Lobby, Digga. Was geht ab, Mann? So, ich bin jetzt da. The outside in the speech. So, jetzt treffe ich die Jungs. Und dann. Ja, geht direkt los hier. Geht es direkt los hier. Crazy. Die Leute freuen sich. Berlin freut sich, ja Salami. Ich habe einfach keinen Plan, wo ich hier bin. Also klar, ich bin am Bahnhof, aber Bro, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Okay Leute, ich hatte zuerst kurze Existenzkrise, einen kurzen Moralschaden, weil ich nicht wusste, wie, wo, was. Aber ich bin kurz Avatar-Modus und dann habe ich zu mir gefunden. Es ist crazy. Diese Leute, ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwie rumlaufe so. Naja. But yeah, we here, we ballin. Es ist crazy, crazy, crazy. Ich fahre zu den Jungs jetzt, die sind am Alexanderplatz. Ich bin am Hauptbahnhof. Und yeah. Ich würde hier gerne halt mal durchblicken, oder wo. Welche verfickte Abfahrten sind. Ich check gar nichts, Mann. Ich muss zu Gleis 25, Bruder. Es geht nur bis Gleis 16, ne? Jeder fragt, ob ich Englisch kann. No, I don't speak English. Sorry, brother. So, so langsam nimmt das Ganze hier Fahrt auf. So langsam. Das Land in Sicht. Ich kann nicht mehr. Mein Outfit ist viel zu heiß. Aber hier ist Partystimmung. Wir sind am Ackern, wir sind am Machen. So, ich gehe jetzt in dieses Einkaufszentrum, Alexa. Hier sind die anderen Knechte. Vielen Dank. Die anderen Knechte sind hier. Ja, was meint ihr, die Etage 2 oder so? Ich kann nicht mehr. Ich bin so froh, wenn wir ins Hotel gehen. No joke, ich bin tot. Ich will duschen. Dicker, diese Zugfahrt, die war so widerlich. Die Leute, ehrlich, die Leute sind einfach ekelhaft, Mann. Aber das ist cool. Sieht nice aus. Sieht nice aus. Ähnlich wie Europa-Galerie. But in Berlin. Nee, ist irgendwie alles so. Denkt ihr, die Leute checken, wenn man Tourist ist? So. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie hab ich das Gefühl, jeder checkt so und denkt so, Bro, was machst du hier? So, hä? Bruder. I'm that boy. Guckt euch dieses Falschgeld an. Guckt euch dieses Falschgeld an, einfach.
sind einfach lost. Einfach lost. Guckt euch dieses Falschgeld doch einfach einmal nur an. Einfach Falschgeld. Such ruhig! Ja, genau da, Furkan. Ich rufe gerade beim Hotel an. Ich frage sie, ob man früher einchecken kann, weil wir haben jetzt 12 Uhr. Man darf erst um 15 Uhr einchecken. Digga, es ist 12 Uhr schon. Wisst ihr, wann ich losgegangen bin? Ich bin um 8 Uhr, bin ich los. Und jetzt nehmen wir uns die Zeit hin. Auf jeden Fall, 15 Uhr kann man jetzt einchecken. Ich sage, ja, so und so. Wie sieht's aus? Kann ich früher kommen? Ich sage, nein, tut mir leid, leider nicht, bla bla bla. Vertreiben Sie sich die Zeit, trinken Sie einen Kaffee, genießen Sie das Wetter. Ich denke mir, Bro, ich will das Wetter nicht genießen, ich will endlich duschen. Ich stinke. Gebrochen. Wie war die Fahrt? Scheiße, Mann. Sehr spannend. Spannend? Ja. Was hast du erlebt? Ich höre von da hinten nach Frankfurt. Ja. Frankfurt, da steigen so viele Leute ein, unglaublich. Eine Horde, Digga. Wie war es für dich, Dion? Wie hat es gerochen? Sag mal, was du von mir willst, Digga. Ja, das ist Bloody OEC. Ja, das ist Dave. So, was holen wir mit? Gar nichts. Aschenbecher. Brauche ich nicht. I don't need that. Hä, sind das Babestars? Das ist der Engel, Alter. Das ist der Engel, Digga. Hä, du hast so eine Frage. Sag doch ja oder nein. Die sind gefällt. Hä, wieso ist aber Etikett dran? Fernsehturm in das Bild. Jeder, der zu Hause Fernsehen guckt. Hier ist die Antenne dafür. Falls ihr so Satellit habt, das ist deshalb. So, Satellit hat dann Signal an dieses Ding hier. Wichtig und richtig. Sie ist ein Berlin City Girl. Und sie weiß, dass ihr die Welt gehört. Ihr die Welt gehört. So, wir gehen jetzt zu Rühren. Gemüsedöner. Ich habe gehört, das soll der beste Döner der Welt sein. Okay? Mit genau diesen Erwartungen laufe ich jetzt dorthin, beziehungsweise fahre ich jetzt dorthin. Wenn es nicht annähernd so schmeckt, ehrlich, dann ist der Tag heute schon direkt gelaufen. Normalerweise heute ein guter Tag, gutes Omen, hat schon gut angefangen. Aber wenn das jetzt nicht schmeckt, bin ich einfach nur down. Down. DTF. Jeden, der weiß, was das heißt, du bist ein schlechter Mensch. Also, der weltbeste Döner. Guckt euch diese Schlange an. Das ist ja geisteskrank. Schlimmer als in manchen Clubs. Wirklich, das ist ja schlimm. Wir sind gleich dran, Männer. Bin ich mal gespannt. So, Sydney holt jetzt die Döner. Wir haben uns schon mal hingesetzt. Weil mir ist die Hölle los, Digga. Ich schwöre, es ist geisteskrank. Auf jeden Fall, ja. Sehen wir mal, ne? Was das hier so bringt. Ja, so, so, Leute, das ist das Prachtexemplar. Schauen wir mal, ne? Wie das hier jetzt schmeckt. Super. Ja, ist super. Also, Leute, Riam, Gemüsedöner. 6 von 7, ehrlich. Gibt nichts auszusetzen. Also eine 7 von 7 ist, weiß ich, ich habe noch nie eine 6 von 7 vergeben. 7 von 7 habe ich auch noch nie erlebt. Aber ich sage 6 von 7, weil es
es gibt bestimmt irgendwann irgendetwas, was mir noch besser schmecken wird und das wird die 7 von 7 sein. Aber Rüham Gemüsedöner, bisher der beste Döner, den ich gegessen habe. No joke. Dieses Fleisch, und dieses Fleisch ist so geisteskrank, das ist echt unglaublich. Also wirklich GG. Und der Laden ist einfach so unscheinbar. Ja. So, einfach unscheinbar der Laden. So Leute, mein Akku ging leer. So sieht der Flur aus. Und jetzt zeige ich euch das Zimmer. So, hier kommt man rein. Dann Film, ja. Hier auf der Front. Badezimmer. Ja, super. Super, super, super. Und dann hier ist Vulkan. Junge, Junge, Junge. Der Ort der Magie. Das ist crazy. Das ist ehrlich crazy hier. Gefällt's dir? Ja, das ist schön. So, wir haben uns fertig gemacht. Wir fahren jetzt zum Brandenburger Tor. Checken mal ab, was da so geht. Und ja, auf entspannte Basis. Die Männer sind angeschlagen, aber das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Es kommt darauf an, wie gut du an schlechten Tagen bist. Nicht wie gut an guten Tagen. Denn an guten Tagen ist jeder gut. Thank you so much. I think it's still time for a song that everybody knows. And if you don't know it, yeah. And if you don't know, now you know, nigga. Yeah, I think many countries have their own translation of the song even. Yeah, she likes it very much. She likes the way that I dance. Okay, so let's play it. I hope you enjoy. Okay, let's go. So Leute, wir sind jetzt hier am Brandenburger Tor. Damn. Ja. Hier ist ein bisschen Hölle los. Vielleicht benutze ich irgendwas davon als Thumbnail. Mal sehen. Ja. Was machen wir? Wir laufen hier ein bisschen rum. Wir gehen zum Reichstag. Ein bisschen abchecken, was da so geht. Dies, das. Und dann... Ich sehe aber gar nichts, ne? Und dann... Wahrscheinlich was trinken gehen, auf entspannt oder was Kleines essen. Und dann, ja, nach Hause ausruhen. Ja, dann geht's heute Abend weiter. Hey, Dwight, was denn, Großer? So, heute Grillparty bei Angela. Die Jungs haben sich auch in Schale geworfen. Nein, wir sind so ein bisschen am Gucken, am Machen, hier. Das ist halt eigentlich schon so unnötig so. Aber einfach, wenn man Nachrichten schaut, das ist einfach hier. Also immer, wenn ihr Nachrichten guckt, dann chillen die einfach genau hier. Das ist schon witzig, so. Ich denke mir so, guten Abend, heute Annegret Kramp-Karrenbauer mit den Nachrichten. So. Ja, okay, sie ist keine Nachrichtensprecherin, aber ihr wisst, was ich meine, einfach so dieses, dass sie da chillen, Digga. Denkt ihr, die haben da so eine Aula mit so Couch und so Minibar, wo die dann so Softdrinks sich reinziehen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. So Olaf Scholz und Angela Merkel trinken da so, begegnen sich so auf dem Flur und so. Ist schon weird. Here we are. Mall of Berlin in this bitch. Bin ich mal gespannt, was es hier so zu bieten gibt. Ne? Ne? Also hier Leute, habe ich meinen allerersten Vlog gedreht, mein allererstes YouTube-Video. Und einfach Mall of Berlin geshootet. Als blutiger Anfänger. Oh mein Gott, ich wurde gestochen. Ja. Auf jeden Fall, ja, wir gucken, was hier so geht. Ja.
Lacoste, Marco Polo, Esprit. Ich weiß nicht, ich hab Durst. Ich hab Durst. Wie gefällt euch Berlin? Was? Wie gefällt euch Berlin? Natürlich. Berlin auf jeden Fall, natürliche Ausstrahlung. Okay, wie gefällt dir Berlin? Mir gefällt Berlin sehr gut bis jetzt. Ja. Mal gucken, was in den einen oder anderen Tagen passiert. Wie gefällt dir Berlin? Sehr gut. Wo? Was gefällt dir am besten, außer die Frauen? Die Frauen gefallen mir nicht. Wo? Das hat sich eben aber anders angehört. Weiß ich jetzt nicht. Wo? Schwieriges Thema. Ja, gute Frage, schwieriges Thema. Ich finde Food Lounge in Saarbrücken viel, viel krasser als hier. Jetzt mal ehrlich, was ist das denn für ein Quatsch hier? Food Lounge in Saarbrücken 10-mal geiler. No joke. Wie cool ist dieser Laden, bitte? Ey, wie cool. Ey, die haben hier alles. Ich fühle mich wie in Amerika. Okay, mehr oder weniger. Oh mein Gott. OVO. Das waren Zeiten. OVO XO. So Leute, wir fahren jetzt ins Hotel. Powernap machen. Wir waren. Yeah, wie laut. Wir waren am Brandenburger Tor, Mall of Berlin und Reichstag. Und bei Rühren waren wir auch noch. Ja, da waren wir beim Hotel, dann waren wir bei den ganz anderen Orten und jetzt gehen wir wieder zum Hotel, kurz schlafen, Kraft tanken und dann gehen wir heute Abend zu Heartbreak und 808 hier in Salamé. So, wir gehen jetzt ins 808. Bist du bereit, Sidney? Ja. Was sagst du? Ich bin bereit, Bro. Heute Baddies. Fuka, bist du bereit? Nein. Nein. Also ja, heute zählt's. Ready for war. Wir sind am Machen, wir sind noch unterwegs. Behaltet die Nerven, ganz ruhig. 808, ich bin gleich da, okay? Dave ist gleich da. Kein Problem. So, meine Damen und Herren, gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Crazy, ja? Hier die Gegend ist voll schön. Ich wusste gar nicht, dass Berlin auch so schön sein kann. So, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Was steht hier? Spaß. Also Leute, ich zeige euch jetzt was. Hier zu meiner Linken, das hier ist Kino, Zoopalast. Ich glaube, das ist ein Kino, I don't know. Dann hier Bikini Berlin. Auch sehr nice. Ja. Mal sehen. Mal sehen, was Berlin zu bieten hat. Mal sehen, was Berlin zu bieten hat. Ne? You really think I miss you, but I really miss the sex? Verstehst du? I also think I miss you, but I really miss the sex. So Leute, 808 ist vorbei. Studio After Sessions auch vorbei.
Ja, wie war's? War witzig. Die Jungs sind schon im Hotel, ich war jetzt auch gerade. Junge, so unangenehm. Die Leute, die sind frühstücken und ich komme erst nach Hause, Digga. So unangenehm, ehrlich. Mein Gott, sogar unangenehm. Mehrere so Familien, Digga. Und ich bin hier komplett verschlafen, mäßig. Oder ehrlich peinlich. Wie war Edo jetzt, hä? War gut. War gut? War gut. Na? Ja, Ding, die Leute, die sich immer so in die Reihen stellen und Meile machen, Digga, die sollen lieber am besten vom Club fern bleiben. Ja, unglaublich. Was denn? Wie viele Leute, die ganze Zeit. Die Leute die ganze Zeit durch den Club gelaufen. Ach so, die Runden machen? Ja. Bruder, Runde wichtig. Nein. Ohne Runde geht Digga, nicht. Ja, die drängen sich. Bruder, man muss Runde machen. Es waren mehr Weiber gewesen wie Typen, die das gemacht haben. Ja, aber Runde ist wichtig. Ja. Man muss doch sehen, was abgeht, hä? Ja, okay. Aber macht das Ding alle 5 Minuten. Ich auch so. Digga, was soll ich euch sagen? Meine Tour versaut. Verstehst du das? Deine Tour? Meine Tour. Wieso versaut? Weil. Sagst du? Die ganze Zeit. Aber egal, scheiß auf. Weitermachen. Heute geht's weiter? Er regnet es ehrlich? Nein. Nein, nicht mehr. Heute Morgen hat es regnet, so um 11 Uhr. Um 10 Uhr. Also Leute, heute Haubentorfer. Jörn ist bereit. Das war geil. Ich brauch kurze Hose, ne? Das ist dir egal. Weil ich hätte mit der Jeans Hose dann. Ach was. Aber wenn du sagst, in 2 Kilometer, komm doch. Komm. Haben wir einen kurzen Heimweg. Ich hab 3 Shots, aber nichts reingemacht. Babe Girl, komm mit. Was hast du? 3 Shots, aber nichts reingemacht. 3 Shots? Ja. Und 3 Shots. Ich hab nichts reingemacht. Du weißt selber, groß, ne? 3 Shots? Ja. Crazy. Einfach Torschuss wird gestern im Training auch wieder abgesagt, ne? Ja. Ist scheiße. Ist scheiße. Aber. Scheiße. Wie viele Shots hatte Sydney? Sydney hatte den ersten Shot gestern. Nein, genug, aber denk, wie schon gesagt, diese Meilen-Scheiße, wo die Leute. Ah, jeder hat übelst getrinkt. Hat jedem die Tour. Digga, die sehen aus, als hätten die gestern sich totgesoffen. Digga, wir waren da bis 5 Uhr und das Ding ist. Das Digga, ich bin vor 3 Stunden nach Hause gekommen, Digga. Oder 5, 6 Uhr oder so. Es war immer voll. Ja? Und dann die Leute drängen, das fuckt einen ab. Ich meine, deinen ersten Torschuss, du wurdest doch angesprochen. Sydney war der Erste, der angesprochen wurde. War halt männlich, aber. Scheiß drauf. Egal! Was denn? Für die Bilanz. Kein Problem. So, wir gehen jetzt zu Bricks. Heute etwas weniger Videomaterial, weil ich tot bin, aber. Ja. So, wir sind Haubentaucher, auf entspannt. Ja. So, am Chillen, am Sippen, aber natürlich nur Orangina. Ja, so, letzter Tag. Ich glaube, heute werde ich nicht so viel filmen, weil die letzten Tage waren echt hart. Ja. Momentan noch entspannte Stimmung, es wird langsam voller. Heute Abend fahren wir zurück. Morgen früh sind wir wieder in Saarbrücken. Ja. So halt, ne? Haubentaucher ist dieses Jahr wirklich low. Bei Gott sogar. Macht gar keinen Sinn. Wirklich low. So Leute, das war's. Wir sind ausgecheckt. Hier war unser Hotel. A24 Lichtenberg. Sehr nice, wirklich eine 7 von 7 dieses Hotel. Die erste Haltestelle war in Berlin und die
letzte Haltestelle ist einfach in Saarbrücken, Digga. Schon Glück. Wir sind einfach da. Um Glück. Also ja. Der, wir sind einfach von Anfang bis zum Ende in diesem Bus gewesen. Wir haben unseren Platz nicht verlassen. Von Anfang bis Ende. So, ich bin wieder zu Hause. Paar abschließende Worte zu Berlin. Berlin war crazy. Also jetzt so, ich bin wieder zu Hause, so normaler Alltag. Berlin war crazy. Also Berlin, wirklich, war echt nice. Wir waren, wie gesagt, freitags im 808, samstags im Bricks und sonntags bei Haubentaucher tagsüber und sind dann nach Hause gefahren. War cool. Die Leute in Berlin sind halt einfach cool, also so offener. Und ich feier das so. Deshalb, ja, Berlin, meiner Meinung nach, sehr, sehr nice. Was soll ich sagen, Digga, es war nice. Ihr habt im Video selbst gesehen, es war nice, es war coole Stimmung, wir haben was gemacht, wir sind rumgekommen, so. Wir waren am Ackern, deshalb, ja. Auf jeden Fall, Leute, das war's. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. 18.06. ist Trap Show, ihr wisst Bescheid. Da kommt spätestens der nächste Vlog. Ansonsten, vielleicht kommt eine Fußball-Challenge oder so, aber ich glaube eher, dass der nächste Vlog wieder Trap Soul Vlog wird. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, stay blessed. Peace out. I told you.